Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ich möchte euch heute ein Jugend- bzw. ja, Kinder-Jugendbuch vorstellen, was aber auch sehr gut von Erwachsenen gelesen werden kann. Es handelt sich um Anton Pfeiffer und der Zauberkongress von Anne-Karina Haashagen. Ja, in diesem Buch geht es um Anton Pfeiffer. Anton Pfeiffer ist ein 12-jähriger Junge. Er lebt mit seiner Mutter in Wuppertal und er hasst Mathe und liebt Pfefferminztee. Das sind, glaube ich, die zwei prägnantesten Sachen, die man erstmal über ihn erfährt. Er ist ein ganz normaler Junge und die drohende Mathearbeit steht vor der Tür und er fühlt sich so gar nicht wohl, das merkt man. Und generell in der Schule läuft es irgendwie anscheinend nicht so ganz besonders. Eines Tages geht er während des Unterrichts zur Toilette und er bummelt absichtlich herum, geht extra ins Erdgeschoss, um die Toilette dort aufzusuchen und um ein bisschen Zeit zu gewinnen, um nicht so schnell zum Unterricht zurück zu müssen. Und dort platscht auf einmal irgendetwas gegen die Scheibe. Also geht er nach draußen und guckt, was da passiert ist und trifft auf dem Schulgelände Oskar. Oskar hat ein komisches, ja, Gerät, eine Mischung aus Regenschirm und Besen bei sich und Anton weiß so gar nichts mit ihm anzufangen. Und Oskar hingegen ist völlig überrascht, dass Anton ihn sehen kann, denn eigentlich sollte er für ihn nicht sichtbar sein. Die beiden freunden sich ein bisschen miteinander an und Oskar führt Anton, ja, wo ist die, die Eiche? Hinter dem Schulhof. Hinterm Schulhof befinden sich irgendwie Bäume und da ist halt eine alte Eiche und da führt der Oskar ihn hin. Und zeigt ihm, wie man über einen Türknauf, der in der alten Eiche sich befindet, in eine völlig andere Welt, nämlich eine Welt voller Zauberei und Hexerei findet. Und er entführt ihn dahin und die beiden treffen dort auf ein Mädchen namens Emma. Und die drei machen sich dann sozusagen zusammen auf den Weg, um die Abenteuer in dieser Zaubererwelt zu erkunden, denn dort findet der Zauberkongress statt. Ja, allzu viel über die Geschichte möchte ich jetzt natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr abenteuerreich gestaltet, die Geschichte. Und Anton erlebt wirklich viele interessante, lustige Dinge. Furchteinflößende oder einfach überraschende Dinge und er gerät immer weiter irgendwie in diesen Sog dieser Zaubererwelt hinein. Er findet das unheimlich faszinierend und er möchte am nächsten Tag wieder zum Zauberkongress und darauf den Tag am liebsten wieder. Und ja, Emma und Oskar helfen ihm auch dabei, die Mathearbeit irgendwie zu überstehen, denn dadurch, dass er die ganze Zeit beim Zauberkongress ist, hatte er keine Zeit zum Lernen und es findet sich dann eine Lösung. Und auch in seinem ja bisherigen Leben findet Anton immer mehr Hinweise darauf, dass es diese Zaubererwelt wirklich gibt und dass eventuell sein Großvater irgendetwas weiß, von dem Anton bisher nichts geahnt hatte. Ja, so an sich wird das Leben von Anton sehr, sehr schön beschrieben, wie er mit seiner Mutter alleine zu Hause lebt. Die Mutter ist so ein bisschen unglücklich, hat man das Gefühl. Es ist sehr schön beschrieben, also es kommt gut rüber, ohne dass er ständig drauf rumgeritten wird. Seine Mutter ist Verkäuferin, ist natürlich jetzt nicht der Traumjob schlechthin. Ich rede da aus Erfahrung und sie ist immer sehr, sehr lange arbeiten und zieht sich auch oft zurück. Und Anton ist halt ziemlich selbstständig und auf sich alleine gestellt. Aber man merkt trotzdem, dass die Mutter ihren Sohn sehr, sehr lieb hat und er seine Mutter sehr liebt und auch unterstützt in allem, wie so insofern es ihm möglich ist. Er dadurch aber auch wesentlich mehr Freiheiten hat, vielleicht als andere Kinder. In diesem Buch findet ihr wirklich alles. Alles, was man, also ich habe auf meiner Facebook-Seite schon geschrieben, diejenigen, die da mit mir befreundet sind, wissen das, als ich das Buch gelesen habe. Ich hatte das Gefühl, ich bin in eine Welt voll mit Elementen aus Harry Potter, Bibi Blocksberg, Hexen, Hexen, Alice im Wunderland, einem kleinen Schuss der Sookie Stackhouse-Reihe hatte ich das Gefühl, zumindest war die eine Idee sehr, sehr ähnlich wie die bei Sookie. Und ja, es war so eine Art
alles geballte Gute aus all diesen Büchern zusammengewürfelt in einer Geschichte, die einen auf, ich sag euch mal, 240 Seiten rund wirklich gefangen nimmt und gut unterhält. Das Buch ist sehr, sehr gut geschrieben. Der Schreibstil hat mir sehr gefallen. Es fällt überhaupt nicht schwer, in die Geschichte reinzufinden. Und ich finde das Buch ideal für, wie gesagt, junge Jugendliche zum Selberlesen oder auch vielleicht zum Vorlesen, wenn jetzt jemand 10, 11, 12 rum ist und die Eltern lesen vielleicht noch vor. Finde ich, ist es eine wunderschöne Geschichte, die man auch zusammen mit der Familie lesen kann oder eben einfach für mich als kleine Reise zurück in die Vergangenheit, beziehungsweise ja, Vergangenheit für mich. Also ihr wisst ja, ihr kennt mich, ich höre ja auch immer noch Bibi Blocksberg-Kassetten zum Einschlafen abends und ich lese ja auch halt viel Jugendbücher und alles und von daher, für mich ist es ein Buch für die ganze Familie. Ganz egal, wie alt ihr seid, ihr werdet bestimmt euren Spaß daran haben. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr solltet euch allerdings nicht daran stören, dass wirklich viele Elemente ähnlich sind, wie beispielsweise bei Harry Potter. Da gab es mal hier und da so Kleinigkeiten, beispielsweise die Emma. Also erstmal sind es ja zwei Jungs und ein Mädchen, was halt schon sehr an Ron, Harry und Hermine erinnert. Und das Mädchen heißt Emma und die Darstellerin der Hermine in den Filmen heißt ja Emma Watson. Und ich fand, man hätte sie anders benennen können. Also ich persönlich, wenn ich so eine Geschichte schreibe, die dem schon sehr ähnlich ist, dann hätte ich den Namen beispielsweise anders gewählt und so Kleinigkeiten. Wenn man sich aber daran nicht stört, es ist wirklich eine absolut schöne, unabhängige Geschichte und die einfach Spaß macht und da gibt es so viel zu entdecken und deshalb, ich würde euch das Buch wirklich empfehlen. Die Autorin hatte mir geschrieben, dass sie am zweiten Teil schreibt und mal sehen, ob ich den dann auch lesen werde. Auf jeden Fall würde es mich sehr interessieren, wie es mit Anton Pfeiffer weitergeht. Das Ende ist wirklich sehr, sehr schön und man hat wirklich Lust, mehr zu erfahren und zu wissen, wie es weitergeht. Also ich kann es wirklich empfehlen. nochmal. Ja, das war es eigentlich. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil wie gesagt, ein bisschen was sollt ihr ja auch noch selber lesen. Ich kann ja nicht alles verraten. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht, was auch immer. Und falls ihr Harry Potter Fans seid und Bibi Blocksberg Fans seid und solche Geschichten mögt, dann ist das Buch auf jeden Fall was für euch. Dann macht's gut, bis bald, tschüss!